Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und ich finde es übrigens hervorragend, wie ich mein eigenes Skillung nicht kenne. Und ich in der letzten Folge erst herausgefunden habe, wo der Damage, zusätzliche Damage herkommt. Übrigens ist da hinten eine Höhle. Eines Tages werden wir hier alles erkunden. Wenn wir wirklich alles, alle Quests gemacht haben, geht's ans Erkunden. So, keiner hierher auf dem Weg? Hey, wie kann ich denn immer noch Platz 3 sein? Sag mal, was ist denn los? Töten die sich nicht mehr gegenseitig? Sind die Killer alle weg? Könnte erklären, warum keiner bei mir ankommt. Aber gut. In dieser Folge werden wir vielleicht sogar schon den Sieb Squatch töten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese kleinen Erweiterungen, die dazukommen, nicht wirklich lange gehen. Ich meine, es sind natürlich nette Ideen und so weiter und so fort, aber es ist nichts Langfristiges. Questmäßig. Finde ich schon ein bisschen schade. Aber naja. Besser als gar nichts. So, Sheep Squatch. Hier sollst du gesichtet worden sein. Oh. Nein. Vielleicht sollte ich meine Power-Rüstung anziehen. Ich würde am liebsten ohne Power-Rüstung rumlaufen. Weil ich so coole Sachen anhabe. Und keiner wird sie jemals sehen. Es ist traurig. Habe ich mir fast gedacht, dass ihr hier seid. Ich möchte ihn schleichen. Och, Mann. Da, es hat sich schön wieder reingebrannt. Was? Wie fest da? Wenn ich in die Richtung gucke, ist alles normal, aber da? Dreikampffacher Schaden, jawohl. Was haben die da erschossen? Achso. Bitte nicht. Ja, geh auf die. Sie werden mir helfen. Irgendwie ja nicht. Ja, super Mutis. Schieß drauf. Okay, das war's auch schon. Irgendwie war das mal ein bisschen krasser, oder? Er macht doch nichts. Ich glaube, wir müssen es wieder ummodden. Event kryptisch. Eine wild gewordene Kreatur versetzt Appalachia in Angst. Was? Das muss ich mir gleich mal angucken, wo dieses Event sein soll. Ich hoffe, dich zu heilen. Was ist denn los mit dir?
Gib mir 1000 Erfahrung! Na komm schon! Weg mit euch! Muss ich nur noch die loswerden hier. Heil dich! Meine Fresse! Ich habe mir 50 Snipbacks reingezogen, weil es irgendwie zeitversetzt war. Die Waffe war schon mal krasser. Wir gehen hin. Ich weiß nicht, wie lange das Event noch anhält. Aber ich will's sehen. Auch wenn ich dabei sterbe, ist mir scheißegal. Ich will's sehen. Anscheinend scheint es sehr krass zu sein, weil da schon zwei Leichen liegen. Ist das der Sheep Squatch vielleicht? Kann ich die Quest lösen, bevor sie überhaupt angefangen hat? Geht das? Ich hoffe, wir werden alle zusammenarbeiten und die werden mich nicht kaputt schießen. Das ist mein Wunsch. Was war das jetzt gerade? Ich muss mich entscheiden. Das sah aus wie ein UFO, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Seid bitte lieb. Ist hier eine Siedlung von jemandem? Das sieht so aus, oder? Nö. Unheimliche Geräusche. Aber das Schöne ist, wenn ich jetzt sterbe, ist es wenigstens vorbei und ich bin nicht mehr Platz 2. Und wir haben etwas gesehen. Etwas Kryptisches. Oh Gott, ich dachte, es ist weg. Augenbombe? What the fuck? Junge! Wie machen wir das jetzt? Wir müssen uns da irgendwie hinarbeiten, ne? Holy shit, was ist so? Was geht denn da ab? Da ist ein Legendärer dabei. Ich muss ihn zumindest einmal treffen. Ich habe ihn zumindest einmal getroffen. Jawohl, der Legendäre ist tot. Aber was geht denn da ab?
Da war noch ein Legendärer, oder? Ja, ich habe ihn getroffen. Scheiße. Ich will zu den Legendären. Warum ist das hier so ruhig? Das ist ganz seltsam. Keine Musik, keine Atmosphäre. Was ist hier los? Okay, die Augenbots sind nicht so schlimm. Die sterben ja bei jedem kleinsten Schuss. Ach, die Augenbots explodieren. Oh, oh. Geht weg von mir. Alter. Ich will zu den Legendären. Haut doch mal ab. Was ist los mit euch? Es geht noch 3 Minuten. Ein halbes Level Up hier bekommen, ey. Okay, suchen wir die Legendären zusammen. Identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Der andere war hier irgendwo, ne? Oh, Minusschaden durch Tiere. Durch. Das könnte die Legendäre sein. Holy shit. Aber ich habe richtig viel Erfahrung gekriegt. Ach, ich bin nicht in der Nähe gespawnt, oder? Ja, tatsächlich. Es ist hier alle keine Geräusche sind. Holy shit. Nein, nicht die Munition reinigen. Sheep Squatch! Ich habe ihn gesehen. Also halbwegs. Ich hab's Man gehört und dann. Der ist hier. Wo? Ich hab's gerade wieder Man hören. Hochstapler-Schiebsquatsch. Ach, der ist das! Alles klar, okay. Jetzt weiß ich es. Ich will nur die Dinger aktivieren, lasst mich in Ruhe. Gott.
Kriegst du nicht hin. Nicht alleine. Ja, wir haben noch 14 Sekunden. Das sitzen wir hier aus. Ach, aber die leben noch. Alles klar, danke. Na scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo meine andere Leiche ist. Aber wir haben eh alles abgelegt, also von daher. Ja, das werde ich übrigens nie wieder bekommen. Cool, danke Spiel. Ich hatte sowieso nichts am Start. Aber da muss man schon mit mehreren spielen. Oder zumindest ist eine ablenkt, oder? Vielleicht war ich auch noch zu niedrig. Aber es war cool. Es war lustig. Warum auch immer der Ton jetzt weg ist. Wir haben fast ein Level-Up dadurch bekommen. Ist der Legendäre noch hier? Nee, ich glaube nicht. Übertreib's mal nicht! Irgendwie ist das nicht so gut, wie ich dachte. Ja, die Mods sind kacke. Weil es einfach so kontrollierte Schüsse sind. Ist natürlich okay, aber... Ihr seht das Problem? Es bringt nicht viel. Hallo, Waffe wechseln. Die Geräusche sind merkwürdig. Aber ich bin nicht mehr... Ich bin immer noch Platz 2. Weil ich von keinem anderen Spieler umgebracht worden bin, oder was? Ach komm. Ah, das ist eine Kochstation. Die werden wir gleich nutzen. Vielleicht hätte ich hier mit dem Stealthboy langlaufen müssen. Ich meine, ich habe ihn natürlich weggeworfen vorhin. Aber eventuell wäre das eine Möglichkeit. Ja, den zweiten Legendären werden wir wahrscheinlich nicht wiederfinden. Und der erste hat uns einen Scheiß gegeben. Ja, sieht so aus. Der ist weg. Schade. Schade, wirklich schade. Und dass ich meine Leiche nicht wieder bekomme. Oh, guck mal da. Tatsächlich. Okay, alles zurückbekommen. Ja, schade. Schade. Ich hätte es schaffen können, hätte ich mehr Zeit gehabt. Aber jetzt müssen wir zurück dahin. Oh, plötzlich ist da ein anderer Spieler. Oh, das zeckt richtig, Alter. Der Damage. Oh! Haben sie die Todeskralle getötet? Nein, da ist noch eine zweite. Alter, guckt euch diesen Damage an. Junge. Stufe 55, ja. Und das ist nicht nur mit Stefan. Mit Stefan mache ich ja noch mehr Damage. Müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Alter. Übrigens, die Musik ist einfach nur scheiße leise. Seit dem Event. Oh, ein Hai des Todeskrallenei. Geil. Das gibt ein Omelette. Ja, aber gut. Wir gehen jetzt hier hoch.
Wir haben festgestellt, dass ich jetzt nachts den krassesten Schaden aller Zeiten mache. Könnte ich dafür... Wieso ist hier noch ein Ei? Könnte ich immer nachts spielen, würde ich immer nachts spielen. Zu Hause verstecken, bis es dunkel wird. Dann losziehen, hö? Ich glaube, die Musik ist ansatzweise wieder da, ne? Nur die Schritte nicht. Keine Ahnung. Aber uns soll das ja nicht stören. Ich glaube, sehr viel länger mache ich eh nicht. Von daher. So, und hier muss es Hinweise geben. Eine Kamera. Tatortnotizen. Detektiv Mondays Fallnotizen. Um 3:27 am Tatort eingetroffen. Eine Zigarette geraucht. Die Leiche einer Frau auf dem Spielplatz gefunden. Sie war nahezu bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Eine Zigarette geraucht. Den Zustand des Tatorts mir selbst gegenüber beklagt. Den Zeugen Gary Wiggle, Jacobs, befragt. Zeuge war fahrig und nicht imstande, stillzustehen. Zeuge berichtete von hellen Lichtern und Schreien. Zeuge ist sich sicher, dass es sich um eine Entführung durch Außerirdische gehandelt hat. Eine Zigarette geraucht. Zeuge hatte den Angriff selbst nicht gesehen. Eine Zigarette geraucht. Vielen von den hinreichenden Beweisen für eine Verbrechertheorie. Todesursache wird als unbekannt notiert. Keine Zigarette mehr. Wieso spawnen die eigentlich immer, wenn ich hier oben bin? Oh nein. Kommt gleich wieder das Brandbestienviech. Immer wieder diese Fehler. Zum Kotzen. Ich gucke einfach nicht mehr runter. Brandbestie, bitte bleib da, wo du bist. Komm nicht her. Mehr will ich nicht. Was ist denn hier passiert? Wolfsnachricht an Bobieb. Bobieb, das Treffen muss wie geplant stattfinden. Wie Sie wissen, teile ich Ihren Enthusiasmus für Black Sheep und seine Projekte nicht, aber unsere Investition muss sich auszahlen. Sie haben dafür gekämpft. Sorgen Sie dafür, dass es sich für uns lohnt. Hinweis Nummer 2. Fehlt ja nur noch einer. Irgendwelche Schleifmaschinen soll ich jetzt untersuchen, ne? Ein Clown. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ist alles nur ein Scherz. Nein, tu es nicht. Ein Fusionskern. Gib ihn mir. Silbermedaillon, Haarbürste. Nuka-Cola-Becher mit Strohhalm. Was sind das hier für seltsame Sachen hier Schön, dich wiederzusehen. Hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Was ist das? Metallrüstungstorso. Leckere Majolok-Kuchen. Majoloks haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Ja gut, wir waren noch lange nicht mehr im Sumpf. Eine kaputte... Was findet man denn hier alles, bitte? Ich will das nicht finden. Ich will hier Hinweise. Im Koffer vielleicht? Nee. Der Blutfleck hier vielleicht? Ah. Bobieps Nachricht an Calvin.
Oktober 2077. Black Sheeps letzter Versuch war auch erfolglos. Da geht es jetzt um alles oder nichts. Ich frage mich langsam, warum ich für diesen Kerl so hart die Werbetrommel gerührt habe. Wenn sich das hier jetzt auch nicht auszahlt, bin ich erledigt. Und er auch. Und das wird sehr unangenehm. Wolf ist mit seinem Latein am Ende. Das psychologische Gutachten, das er mir gezeigt hat, war verstörend. Wenn ich es vorher gesehen hätte, hätte ich mir das mit diesem Projekt vielleicht zweimal überlegt. Wie hat Black Sheep überhaupt die Genehmigung bekommen, an einem Ort wie Baishi zu arbeiten? Nein, für solche Zweifel ist es jetzt keine Zeit. Social Engineering ist eine Sache, aber hier geht es immerhin nur um Wissenschaft. Die hat Black Sheep drauf, das weiß ich. Ich gehe also zu diesem Treffen. Er zeigt mir die Ware und alles wird gut. Aha. Aber was hat das hier... Ich check's noch nicht ganz. Wie das alles irgendwie zusammenhängt. Oh, Supermutanten Primus. Noch ist es dunkel! Oh, 2,5, okay. Zählt nicht mehr als dunkel. Aber den will ich trotzdem töten. Auch wenn ich ihn kaum sehe durch diese ganze Schlieren-Scheiße. Ja, die Fußtritte hat man gehört. Ah, ich habe Raketen mitgenommen. Gut, unser nächstes Ziel wird dann sein... da. Untersuche Sales Schleifmaschine. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt einmal ganz kurz... Oh, ein Skillpaket. Dok. Dok. Tipp, schenke deinen Kindern Erinnerungen, die sie nicht verdrängen müssen. Haben wir denn hier was Schönes, was wir unbedingt haben möchten? Das ist auch nicht schlecht, ja. Schwere Waffen werden schneller geladen, okay. Füge Gegnern Schaden zu und bring sie zum Taumeln, indem du mit Power-Rüstung gegen sie sprintest. Ja, wir könnten doch noch auf Nahkampfschaden gehen. Perception ist ja eigentlich das, was wir am häufigsten haben, ne? Nachtsicht brauche ich jetzt nicht so dringend. Rüstungsdurchdringung könnte ich machen. Ah, jetzt, ich verkack's die ganze Zeit. Davon haben wir schon einen. Einsamer Umherziehen, da können wir noch weitermachen, aber dann wäre das auf 3. Reiseberater wäre natürlich auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Power User. Vielleicht das. Du lässt eine scharfe Granate aus deinem Inventar fallen, wenn du stirbst. Das könnte nützlich werden. Ich glaube, das mache ich. Das hat lange gedauert, bis ich mich entschieden habe. Reparaturschuss kann dafür weg. Und dafür das. Dann können wir hier einen Punkt wegnehmen und die woanders reintun. Und plötzlich ward es hell. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir auf jeden Fall weitermachen mit diesen komischen, yeah, tollen Effekten hier. Oh, sieht das toll aus, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.